Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Frau Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Der Diskussion über die Wirkung der EU-Sanktionen in Russland und oder eben bei uns möchte ich folgende Tatsachen vorausschicken, die wir gesichert aus der Geschichte der Sanktionen wissen. Sanktionen treffen immer die Bevölkerung und nicht die Herrscher und Despoten und ihre Entourage. Das wissen wir aus Iran, Venezuela, Kuba, Irak, wo zum Teil jahrzehntelange Sanktionen geherrscht sind. Das heißt, trifft das zu, was Sie alle hier behaupten, dass Russland gerade wirtschaftlich in den Abgrund fährt, trifft das die Bevölkerung? Und ich stehe dazu, dass ich das im Gegenteil zur Klopopfer Maurer, die sich Sichtum, ein dauerhaftes Sichtum für ganz Russland wünscht, dass ich mir das für die russische einfache Bevölkerung nicht wünsche. Das sind 140, 150 Millionen Menschen, die sich sicher zum Großteil den Krieg nicht wünschen, die Frieden wünschen. Und ich wünsche mir hier keine Verarmung. Das kann ja auch für die Sicherheitssituation und für den Wohlstand in Europa nicht gut sein. Soweit denken Sie nicht. Es trifft in Russland also, wenn die Bevölkerung und nicht Putin und seine Klasse, die werden wandern, zunehmende Proteste unterdrücken. So viel zu den Sanktionen, das wissen wir. Dennoch beschreiten Sie diesen aussichtslosen Weg. Sie sprechen zu Recht nur mehr von den EU-Sanktionen, nicht mehr von den westlichen Sanktionen oder den Sanktionen der ganzen Welt, wie es am Anfang geheißen hat. Die USA haben diese Sanktionen zwar diktiert der EU, aber die USA hat noch nie Sanktionen in der Geschichte verhängt, die ihnen selbst geschadet haben. Denn sie haben noch ein gesundes nationales Interesse. Die USA schaden auch diese Sanktionen hier nicht, denn sie ist natürlich Profiteur. Sondern die EU und insbesondere Deutschland und Österreich treffen diese Sanktionen am härtesten. Und sie haben bis jetzt noch nicht erklärt, warum wir hier dabei sind. Es geht bei den Sanktionen nie um Moral. Es geht immer um Geld. Nun, die Frau Verfassungsministerin Edtstadler betreibt seit gestern eine Charmoffensive. Sie sitzt in der Pressestunde und auch heute hier flötet sie. Die Beibehaltung der EU-Sanktionen gegen Russland ist alternativlos. Sie wirken da, wo sie wirken müssen, in Russland. Und wer sagt, dass die Sanktionen uns mehr schaden als Russland, der bedient das russische Narrativ. Ich fürchte, ich muss mich jetzt auf dieses dünne Eis begeben, obwohl ich keine Putin-Versteherin bin. Ich maße mir nicht an, dass ich einen Mann verstehe, der in den Hinterhöfen von Leningrad aufgewachsen ist und im KGB groß geworden ist. Ich maße mir auch nicht an, so wie Sie, dass ich einen Schauspielerpräsidenten in der Ukraine verstehe. Ich verstehe auch den US-Präsidenten Biden nicht, der als Vizepräsident in der Obama-Regierung für die Ukraine zuständig war, dessen Sohn dort sehr umtriebig war. Ich bin der Meinung, dass wir alle von allen drei Herren einen angemessenen Abstand halten sollten und uns als Österreich neutral verhalten sollten. Nachdem es jetzt von Ihnen beiden, den Regierungsvertretern, heißt, es ist gesichert, dass die Sanktionen Russland mehr schaden als uns, machte ich mich auf die Suche nach Österreichern, die in Russland leben. Es gibt genug, die nicht uns nahestehen, die auch hin und her, ja, jetzt kommt gleich Trollfabrik. Ich habe mit einem direkt gesprochen, ich habe es recherchiert und gecheckt. Ich sage es Ihnen nur, es sieht so aus, mit Stand von Anfang Oktober in Russland, im Ballungsraum Moskau. Es gibt keine Teuerungsdebatte, weil es keine Teuerung gibt. Die Lebensmittelpreise sind nicht gestiegen und es gibt auch alles. Sonstige Waren, interessanterweise auch internationale Waren, die unter die Sanktionen fallen, gibt es in Hülle und Fülle. Das sind wahrscheinlich noch Restbestände, weil Sanktionen werden ja nie umgangen. Das lernen wir auch aus der Geschichte. Es gibt keine Inflationsdebatte, weil es keine Inflation gibt. Es gibt Strom, Gas, Benzin, Diesel im Überfluss. Gut, das wissen wir, dass Russland rohstoffreich ist. Der Strom für den Haushalt kostet 10 Cent pro Kilowattstunde, für die Industrie 6 Cent pro Kilowattstunde, damit die Industrie und die Wirtschaft am Leben gehalten wird. Wenn ich mich recht erinnere, gilt in Wien ab 1.10. ein Kilowattpreis von 40 Cent. Soweit dazu. Bisher war es für die Ausländer, die in Moskau gearbeitet haben, besser in Euro bezahlt zu werden. Jetzt ziehen sie es vor, in Rubel bezahlt zu werden. Warum wohl? Und Moskau und Russland profitieren auch sehr davon, dass sie die letzten zwei Jahre praktisch keine Corona-Maßnahmen gesetzt haben, keinen Tag Lockdown, da hat sich die Wirtschaft sehr erholt. So sieht es aus. Das sind gesicherte Aussagen von Menschen, die jetzt in Moskau leben. Und da frage ich
ich mich. Sie bleiben bei Ihrer Aussage, dass die Sanktionen in Russland mehr wirken als bei uns. Was haben wir aber hier? Hier haben wir Teuerungsdebatte, Inflationsdebatten, Wirtschaftseinbruch, Rezession. Sogar Sie sprechen davon, die kritischste Situation seit 1945. Jetzt hat der Bundeskanzler Nehammer gesagt, das sei eine rote Linie bei den Sanktionen. Wenn sie uns oder der EU mehr schaden als Russland, muss man sofort den Schlussstrich ziehen. Wenn er paktfähig wäre, müsste er es machen. Es ist nicht nur eine rote Linie, sondern es ist ein roter Teppich, der hier überall liegt und unübersehbar ist. Nun, das Wording geht ja auch darum, schon in die Richtung, dass die Sanktionen langfristig wirken. In Russland schauen wir, was sie bei uns noch bewirken. Nun, die gelindeste Option, ja, bei uns. Es gehen ja nur ein paar Betriebe, Insolvenzen, da und dort ein bisschen Wohlstandsverlust. Wir wissen, dass die Grünen damit kein Problem haben. Ein Teil der Industrie ein bisschen abschalten, wird schon alles wieder. Nun, die Fallhöhe ist auf jeden Fall für Deutschland und Österreich am allergrößten. Wir leiden. Es wird hier die ganze Zeit von Haltung gesprochen. Die Grünen sind so moralisch. Haltung kostet, hat der Vizekanzler. Haltung statt Feigheit. Nur eine Frage, wie war das damals gleich mit dem Wehrdienst vor ungefähr 30 Jahren, wenn ich so unhöflich sein darf, Ihr Alter zu schätzen. Haben Sie da auch Haltung gezeigt und vielleicht sich gedacht, na, ich mache schon Wehrdienst, damit ich einmal meine Heimat verteidigen kann. Na, da waren wir dann doch lieber Zivi, gell? Und jetzt aber im Sommergespräch sagt man schon, na, jetzt würden Sie auch zu den Waffen greifen für die Ukraine. Ist eh klar, die Heimat verteidigen? Nein, die Ukraine schon. Nur niemand von euch riskiert sein Leben am Schlachtfeld in der Ukraine, obwohl Sie immer sagen, Sie stehen so unerschütterlich an der Seite der Ukraine.